Name ist Christiane. Ich bin Trainerin beim PME Familienservice und Yogalehrerin und möchte euch heute zu ein paar Übungen einladen, damit ihr eure Energiereserven wieder regenerieren könnt. Nehmt erstmal die Handflächen aneinander, die Daumenrücken ans Brustbein. Verteilt euer Gewicht gleichmäßig auf eure Sitzbeinhöcker. Spürt mal den Kontakt zum Boden. Richtet eure Wirbelsäule auf. Ihr könnt auch die Schultern nochmal zu den Ohren ziehen, in einem Halbkreis nach hinten führen. Und dann konzentriert euch einfach nochmal einen Moment auf euren Atem. Beobachtet mal euren Atem, wie ihr atmet. Ja, und dann atmet ihr nochmal tief ein und vollständig wieder aus. Und legt eure Hände einfach erstmal in Gyan Mudra, Zeigefinger, Daumen zusammen auf eure Knie. Ja, und wie gesagt, ich möchte euch einladen zu einem Programm, um die Energiereserven zu regenerieren. Fangt erstmal an, eure Schultern nochmal nach hinten zu nehmen, euch aufzurichten. Dieses Programm soll euch mehr Energie und Aufmerksamkeit schenken, wenn ihr ja viele Herausforderungen, Anforderungen habt am Tag, damit ihr euer Ziel nicht aus den Augen verliert und weiter konzentriert und fokussiert seid. Ja, und das ist auch ein gutes Programm, um Verspannungen zu lösen im Nacken-Schulter-Bereich und ja auch die Wirbelsäule flexibler zu machen und um mehr Ausgeglichenheit zu schenken. Ja, vorab möchte ich euch erstmal zu zwei Aufwärmübungen noch einladen. Zum einen den Kamelritt. Dafür könnt ihr jetzt erstmal eure Hände an eure Fußknöchel legen. Wenn ihr noch auf dem Kissen sitzt, kommt am besten runter. Richtet die Wirbelsäule auf und mit der Einatmung geht das Brustbein dann nach oben und nach vorne und mit der Ausatmung nach hinten. Und mit der Einatmung nach vorne und mit der Ausatmung macht ihr einen Katzenbuckel. Eure Schultern bleiben über den Hüften. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, die Augen auch schließen und versuchen, euch auf den Punkt zwischen euren Augenbrauen zu konzentrieren. Und auf eure Atmung. Und dann macht die Übung in eurem Tempo, in eurem Atemrhythmus. Mit der Einatmung geht das Brustbein nach vorne und nach oben und mit der Ausatmung nach hinten und ihr macht einen Katzenbuckel. Atmet durch die Nase ein und aus und bleib mit der Konzentration ganz bei dir. Ja, und dann kommt zum Abschluss nochmal in die Mitte, richte dich auf, streck die Wirbelsäule, atme tief ein, halt den Atem einen Moment und dann atme wieder aus. Entspann die Position und lass den Atem ganz entspannt fließen, wie er kommt und geht. Spür einen Moment nach. Ja, und dann mach dich bereit für die nächste Übung. Dazu komm mal aus der einfachen Haltung, schüttel ruhig auch deine Beine nochmal aus und komm dann in den langen Sitz. Das ist die Lebensnervstreckung. Behalte deine Beine auf der Matte. Mit der Einatmung richtest du die Arme nach oben, streckst dich. Mit der Ausatmung beugst du dich nach vorne und kreist entweder an deine Zehen, an deine Knöchel oder auch an deine Knie, soweit du kommst. Wichtiger ist, dass deine Beine verbunden sind, die Unterseite deiner Beine mit dem Boden. Und dann kommst du mit der Ausatmung nach vorne und mit der Einatmung richtest du dich wieder auf. Nimm dir ruhig einen Moment Zeit, dich vollständig aufzurichten. Und dann mit der Ausatmung geht dein Bauch Richtung Oberschenkel und deine Unterarme und Ellbogen Richtung Matte. Du kannst auch hier deine Augen wieder geschlossen halten und versuchen, dich auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen zu konzentrieren. Mit der Einatmung streck dich, mit der Ausatmung komm wieder nach unten. Genieß mal, dich zu dehnen, zu strecken,
mit der nächsten Ausatmung und greif dann deine Zehen, wenn du kannst, mit Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen. Du kannst deinen Daumen auch auf deinen Nagel drücken oder alternativ fährst du wieder deine Knöchel, die Knie an, hältst dann diese Position, die für dich angenehm ist und bewegst dich wieder im gleichen Rhythmus, in deinem Rhythmus mit der Einatmung. Drückst du dich nach oben, streckst die Wirbelsäule und mit der Ausatmung kommst du wieder nach unten. Der Bauch geht Richtung Oberschenkel, Ellenbogen und die Unterseite deiner Arme Richtung Boden. Sei schön achtsam mit dir, achte auf deinen unteren Rücken, auf deine Lendenwirbel und mach nur das, was angenehm für dich ist. Dann atme nochmal tief ein zum Abschluss, streck deine Wirbelsäule, halt den Atem einen kleinen Moment und dann atme aus, entspann die Position, richte dich nochmal auf, lass den Atem entspannt fließen und spür einen Moment nach. Du kannst deine Beine auch nochmal ausschütteln, ja, und dann komm wieder in die einfache Haltung. Wenn du magst, kannst du auch ein Kissen unter deinen Po legen. Dein Becken nach vorne kippt, du schön aufgerichtet mit der Wirbelsäule sitzt. Und dann beginnen wir jetzt mit den drei kleinen Übungen, um deine Energiereserven zu regenerieren. Richte deine Wirbelsäule nochmal auf und dann umschließ deine Finger ins Venusschloss oder verschränk deine Finger. Streck deine Arme und dann gehst du mit der Einatmung in deine Arme nach oben und mit der Ausatmung wieder nach unten. Versuch die Arme durchzustrecken, sei auch hier wieder schön achtsam mit deinem Nacken, Schulterbereich und schließ ruhig auch wieder die Augen. Konzentrier dich auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Mit der Einatmung gehen deine Arme nach oben, mit der Ausatmung wieder nach unten. Und vergiss auch das Atmen nicht. Mit der Einatmung atmest du ein, durch die Nase und mit der Ausatmung aus. Und dann zum Abschluss streck dich nochmal, atme tief ein, halt den Atem. Und dann atme aus, leg deine Hände ruhig einen Moment in den Schoß und spür nochmal nach, lass den Atem wieder entspannt fließen. Ja, und dann atme wieder tief ein und vollständig aus und komm zur nächsten Übung, leg dafür deine Hände auf die Schulter, die Daumen nach hinten, die Finger nach vorne. Und beginne jetzt dich zu drehen mit der Einatmung nach links und mit der Ausatmung nach rechts. Dein Kopf geht mit und versuch dich auch hier wieder gut auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen mit geschlossenen Augen zu konzentrieren, damit dir nicht schwindelig wird. Und achte auch auf deine Oberarme, lass die Oberarme nicht sinken, möglichst parallel zum Boden, zieh deine Ellbogenspitzen leicht nach hinten. Dass sich dein Brustkorb öffnet. Ja, und mach die Übung wieder ganz in deinem Tempo. Erst entweder langsam und bedächtigt oder etwas dynamischer. Spür mal in dich hinein, was dir gut tut. Ja, und zum Abschluss komm nochmal in die Mitte. Atme tief ein. Halt den Atem einen Moment und dann atme aus, entspann die Position, leg deine Hände nochmal auf deine Knie, spür einen Moment nach, lass den Atem ganz entspannt fließen. Ja, und dann kommen wir zum Abschluss noch zu der letzten Übung, nämlich das Schulterheben. Bleib weiter aufgerichtet. Mit der Einatmung nimmst du die Schultern nach oben
und mit der Ausatmung lässt du sie nach unten sinken. Du magst halt auch hier weiter deine Augen geschlossen. Mit der Einatmung zieh die Schultern Richtung Ohren. Mit der Ausatmung lass sie nach unten sinken. Sei auch hier wieder achtsam, wenn du sehr verspannt bist mit deinem Nacken, mit deinen Schultern. Mach nur, was geht oder zwischendurch sonst auch eine Pause. Spür gut in dich hinein. Und dann zieh zum Abschluss deine Schultern nochmal nach oben. Halte einen Moment. Und mit der Ausatmung entspann die Position wieder und spür einen Moment nach. Lass den Atem wieder ganz entspannt fließen. Ja, und dann möchte ich zum Abschluss euch noch zu einer Meditation einladen, um euch vom Stress zu entlasten. Und ja, es ist eine ganz einfache Atemmeditation. Ja, wie gesagt, um den Stress loszuwerden, aber auch stressbelastete Beziehungen. Und dazu könnt ihr mal eure Fingerspitzen aneinander nehmen, wie so ein Tippi. Nur die Spitzen, lasst ein bisschen Platz zwischen den Handflächen. Und dann geht die Atmung wie folgendermaßen. Ihr atmet 5 Teile ein, haltet den Atem 5 Teile und atmet wieder 5 Teile aus. Bleib in der Position, deine Arme sind ein bisschen abgewinkelt, drück deine Fingerspitzen zusammen und konzentriere dich ganz auf deine Atmung. Atme 5 Teile oder 5 Sekunden ein, halt den Atem 5 Teile und atme wieder 5 Teile aus, sodass du 4 Atemzüge pro Minute machst. Und fahr dann einfach in deinem Tempo weiter fort. Und bleib mit der Konzentration weiter bei dir. Konzentriere dich nur auf deine Atmung. Ja, und dann atme zum Schluss nochmal tief ein und vollständig wieder aus. Lass deine Arme sinken und spür wieder einen Moment nach. Und dann atme zum Schluss nochmal tief ein und vollständig aus. Ja, und dann möchte ich mich von euch verabschieden und ja, euch dazu ermutigen, diese kleinen Übungen ruhig auch zwischendurch mal in eurem Alltag einzubauen. Könnt ihr wirklich überall machen, im Büro oder auch zu Hause, wirklich diese kleinen Mikropausen zu machen, Sequenzen, jede Übung nur 1 bis 3 Minuten, um einfach so auch besser durch den Tag zu kommen.